Willkommen zurück zu MCPE. Ich habe meinen Weihnachtsskin an. Es ist ja bald Weihnachten. Und zu Weihnachten soll man ja auch allen Glück wünschen. Tja, ich habe hier so ein paar Lucky Blocks mitgebracht. Wie sie funktionieren, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Ich glaube, jeder von euch kennt Lucky Blocks. Ist eine sehr berühmte Mod. Leider sehr schwer in Minecraft P nachzumachen. Deshalb bauen wir uns einen eigenen Lucky Block. Hier haben wir zwei Varianten. Einmal die kleinere. Und eine, die etwas größer ist. Oha. Tschüss. So, und was ihr dafür braucht, also fürs Erste, ist ein Beobachter, ein Auswurfblock oder ein Spender, ein Goldblock oder ein Schwamm und 8 Quarzblöcke. Dann setzt ihr, dann braucht ihr noch irgendein Item, was ihr auswerfen wollt. Dann braucht ihr den Spender, den müsst ihr so setzen, oder halt einen Auswurfblock. Dann kommen hier 2 Blöcke hin, hier, hier, und hier müsst ihr leider ein kleines Loch graben, deshalb auch der rote Beton. So, dann müssen wir den Beobachter so reinsetzen, dass der nach oben guckt, Goldblock drauf, und erst danach machen wir da ein Item rein. Weil wenn wir jetzt den Goldblock, wenn wir erst das Item reinmachen und dann den Goldblock draufsetzen, wird es ja ausgespuckt. Dann machen wir das noch so und können es auch noch so ein bisschen verkleiden. Und wenn man den dann abbaut, wird die Spitzhacke ausgeworfen. Ist ganz leicht. So. Die Blöcke drumherum sind dafür da, dass das Item nicht zur Seite rausfällt. Im Grunde wird die Spitzhacke in den Beobachter reingedrückt und da drum um den Beobachter herum kein Platz ist, geht das Item einfach nach oben. Ja, die zweite ist ein bisschen, der zweite Lucky Block ist ein bisschen größer, kann 1 bis 4 Outputs haben, halt auch mit Mobs, geht auch sehr leicht, oder mit Lava-Blöcken, da kann man halt Lava reinmachen. Habe ich in dem Fall komischerweise nicht getan. Auf jeden Fall kann man den aktivieren. Und ja, den zeige ich euch jetzt auch mal. Dazu bauen wir einen Redstone, einen Auswurfblock, 4 Auswurfblöcke oder 4 Spender, wieder ein Beobachter, ein Goldblock oder das halt, was für ein Lucky Block gedacht ist, und 4 Quarzblöcke und dann so ein paar Sachen, die da rauskommen sollen. So, dann platziert ihr in der Mitte ein Redstone. Ganz wichtig, 4 Blöcke hierhin. 4 Spender oder 4 Auswurfblöcke. Ich mache das jetzt mal so. Dann müssen wir das wieder abbauen, weil hier rein müssen, dann in der Luft nach oben und nach unten drücken beim Fliegen, wenn ihr es im Kreativmodus baut, da ein Beobachter hin, im roten Beton wieder, Quarzblock und Spender oder Auswurfblock und wieder ein Goldblock drauf, kann man das reinmachen einfach so. Und so. Und so. Wenn man den dann abbaut, wird es aktiviert und man kann die Leute da in die Lava schubsen. Oha. Die XP-Kugeln haben gebrannt. Und wenn man wieder einen Block draufsetzt, wird es deaktiviert. Ja. Und dann fließt die Lava auch wieder weg. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. In der nächsten Folge kommt etwas zu den neuen Bienen ran. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.